Es ist angerichtet. Über den Dächern Berlins im Gebäude der neuen Alba-Geschäftsstelle in der City West ließen es sich Spieler, Geschäftsstellenmitarbeiter und Mitarbeiter von Alba schmecken. Teambuilding der besonders leckeren Art. Es ist halt für eine gute Mannschaft. Ich denke mal vor allem die Teamchemie. Also natürlich ehrgeizige Spieler, auch irgendwie gute Charakter, gute Menschen und der Siegeswille halt. Die wichtigsten Zutaten für eine gute Mannschaft sind auf jeden Fall gute Laune. Ich glaube, das haben wir bis jetzt. Ein sehr gutes Team, die alle lustig sind miteinander. Das ist wichtig. Und dann denke ich, es ist ein guter Coaching-Staff, der uns fordert. Und das macht Duzi fleißig im Stadion da. Und deshalb glaube ich, werden wir eine gute Mannschaft haben. Stellvertretend für das neue Gesicht von Alba Berlin stehen unter anderem die beiden jungen deutschen Neuzugänge Jonas Wohlfahrt-Bottermann, der nach einer guten Saison in Bonn in die Hauptstadt wechselt, und Freund Akim Vargas, der aus Göttingen nach Berlin kam. Für mich persönlich erstmal ist es wichtig, ist es erstmal ein Schritt nach vorne, nach Berlin zu kommen. Ich bin aus Bonn gekommen und habe dort eigentlich ein ganz gutes Bundesliga-Jahr gehabt und konnte mich dort auch weiterentwickeln. Und jetzt zählt es für mich halt in Berlin den nächsten Schritt zu machen, zu einer großen Mannschaft zu gehen und dort halt meine gute Rolle zu finden und das Team zu jedem Sieg halt zu helfen. Von der Rolle wurde nicht so viel gesagt. Sascha wollte, dass ich hierher komme wie jeder andere und mich beweise. Und ich habe nur eine faire Chance verlangt und die hat er mir zugestanden. Und deshalb werden wir jetzt sehen, wie die Rolle definiert wird innerhalb der nächsten, denke ich mal, 3 bis 4 Wochen. Wissen wir da mehr. Jung, hungrig und interessiert. Und so stieß Akim Vargas bei einem ersten Streifzug durch die neue Heimat auch gleich auf ein interessantes Stück Berlin. Ich war im Mauerpark unterwegs, da bei dem Flohmarkt und auch bei dem Karaoke-Event. Und habe mir natürlich gut die Standard-Touri-Tour gegeben mit dem Brandenburger Tor und allem drum und dran. Also ist schön, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. So sieht es aktuell aus, das neu formierte Team von Alba Berlin. Eine Mannschaft, die nicht nur beim Grillen hungrig ist.